Wir machen hier einen Sonntagsspaziergang, wieder in der Vulkaneifel, rund um Walsdorf und besser gesagt von der Siegeseiche, die hier aus dem oder nach dem Deutsch-Französischen Krieg stammt hier. Auf die gehen wir jetzt zu, die auf der rechten Seite, das ist so eine Rieseneiche, die sozusagen 1870, soweit ich jetzt mich erinnern kann, bepflanzt wurde. Eben sozusagen als Siegeseiche hier steht. Und man sieht, das ist schon eine sehr große, sehr dicke Eiche. So, und wir sind hier um Walsdorf Richtung Rockeskyll und wieder dann nach Walsdorf zurück. Wir eine kleine Wanderung unternommen und haben dabei diese Siegeseiche entdeckt, die wir in der Vulkaneifel hier auch noch nicht gesehen haben. Und ja, wir fanden das mal ganz interessant. Und deswegen sind wir hier auch mal stehen geblieben, denn hier gibt es eine Tafel, die eben diese Siegeseiche vorstellt. Und ja, jetzt kann man den Baum noch mal so richtig sehen. Eine wirklich große, dicke Eiche. Mein Mann hat sich mal drum gestellt. Das heißt also, zwei Personen können die Eiche hier umfassen. Und man sieht, dass hier Wind und Wetter von allen Seiten sich schon aktiviert haben und verschiedene Flechten hier am Baum gleichzeitig zu sehen sind. Man kann diese grünlichen und dann diese hellgrauen Flechten sehen und dann unter anderem auch, wenn ich mal so hier rumgehe, so die eigentliche Struktur der Eiche. Ist ja wirklich faszinierend. Drei verschiedene Strukturen hier an einer Eiche. Jetzt gehe ich mal hier rum. Ja, man sieht also eine wirkliches Prachtexemplar. So, dann bewegen wir uns mal hier zur Tafel. Und hier gibt es auch noch eine Bank. Man kann sich da auch setzen. Das heißt, also wir sind jetzt ungefähr so 3,5 bis 4 Kilometer gelaufen hier rundum. Ja, und werden jetzt erstmal hier ein kleines Päuschen einlegen und uns dann wieder Richtung Auto bewegen. Hier geht es Richtung Walsdorf. Ja, man kann sagen, eine sehr schöne, interessante Wanderung durch den kleinen Wald und eben die Siegeseiche, dass man die hier sieht. Das ist natürlich eine besonders schöne, schöne Sache. Das war's. Um Walsdorf rum in der Vulkaneifel sind wir unterwegs gewesen. Einen Rundweg haben wir gemacht.